Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tell Me Why. Wir sind, cool, wir sind nach der Sequenz. Das ist sehr gut. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben, beim letzten Streamabend. Und ich versuche das mal zu resümieren. Wir haben einen kleinen historischen Rückblick vorgenommen. Wir kommen auch nicht zurück gerade. Okay. Und dabei ist aufgefallen, erstens, Allison hat die Mutter erstochen. Es war nicht Tyler, es war Allison. Nummer eins. Das heißt, Tyler hat für Allison die Schuld auf sich genommen. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, es war so eine seltsame Figur dabei. Und zwar, Moment, als Figur sehen wir es auch hier. Nee, hast du es in Lesestunden, muss ich auch noch machen. Als Figur war der wilde Jäger, haben wir gesehen. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig klar. Okay, ich hatte gerade einen Summen auf dem Ohr, das ist aber auf beiden Seiten, weil hier ein Auto vorbeiläuft und erfährt. Und zwar ist nicht hundertprozentig bekannt, ob es eine Einbildung ist, also Fantasiegebildekonstrukt oder nicht, denn beide. Gesundheit. Denn beide haben den wilden Jäger gesehen. Und den wilden Jäger haben wir auch gesehen im. Na, sag schon. Im Polizeirevier, als wir gegangen sind. Im Zusammenhang aber, als Tyler zornig war, beziehungsweise geknickt wegen des Vertrauensbruchs von Allison, als sie sich eher auf die Seite vom Dings geschlagen hatte, hier vom Onkel. Ne? Und jetzt ist hier, oh Gott, wie hieß er denn noch gleich? Wir haben hier leider keine Übersicht. Wir haben hier nur die Geschichten. Ich komme gerade nicht auf den Namen von ihm. Und zwar den Hausfreund der Mutter, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der ständig für sie da war, sie begleitet hatte und ihr zur Seite stand und geholfen hatte. Und er hat was, glaube ich. War das nicht so? Er hat irgendwas für uns, ne? Genau. Sam war das, okay. Ja, geht schon weiter, weil auf YouTube sind die Folgen schon wieder alle, heute die letzte, also geht's natürlich weiter, logischerweise. Ich versuche das immer im Einklang zu halten, ne? Wenn da die letzten Folgen dann durch sind, dass ich dann immer Puffer habe, deswegen holpert das ein bisschen. Da die Folgen ein bisschen länger sind, für YouTube zumindest, kommen da meistens immer nur so drei, maximal vier zusammen, also kann man sich ungefähr ausrechnen, wann der Tonus dann immer ist, wenn ich dann weiterspiele. So Pi mal Daumen. Ja, das Spiel ist wirklich klasse. So. Also, wie gesagt, Resümee. Allison hat die Mutter erstochen. So. Oh, es geht schon weiter. Schon. School. Welche Schule? Outdoor studies. Oh, outdoor studies. Huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. Okay. You really helped her out, huh? Oh, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she. No. I can never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Du hast noch unsere Schlüssel? Nee. Öffne die Tür, warte mal. Wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. The one for the barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can... Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good. Thank you. Fair warning. The door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Na toll, abgebrochen. Damn it. No shit. Wie soll man das jetzt verkaufen, wenn ihr das kaputt macht? Ah, der Schlüssel steckt doch, guck mal. Soll ich jetzt rein? Ah, ihr guckt euch jetzt das Desaster an. The door is open now. Yeah. Well, it's easy enough to fix. Ja. Now, that fuse box. Oh, no.
You and you are going to clean up your mess. I'll take care of the fuse box. But I didn't do it. I'm not asking. Go on. Was ist das hier? Ist ein Auto, ne? Ist so ein Bus oder so, ein Van. Was klopft denn hier so? Let's take a look. Look at what? The whole jam needs to be replaced. Nah, just need to sand that part down. You could refinish the whole thing, but that's a lot of work for an old war. Okay, die haben jedenfalls Spaß da hinten. Das ist super. Guck mal, hier sind die ganzen Tiere wieder. Der Bär, der Pelikan. Was klopft hier? Alright, that fuse box is not gonna fix itself. Ja, ich wollte doch gucken, was da klopft, Mann. Guck mal, da ist der Onkel. Wer ist das? Okay, ich muss das, glaube ich, reparieren jetzt. Was haben wir denn hier? Fuses go into plugs. Should be easy enough. Oh, ein kleines Puzzle. Okay, was haben wir denn hier? Zeig mal her. Heizung, ne? Wasserheizer, Küche, Outlet ist, glaube ich, die Steckdosen, Lights sind die Lichter, Generator, Heater, also für die Heizung selber und Garage. Ich habe 3 Sicherungen. Super. So, was brauchen wir denn? Ach, hier ist noch ein Text. Moment. Marianne, ich habe mich um deine Elektrik gekümmert. Ich muss los, aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage. Für das Haus Sicherung bis insgesamt 120 Ampere. Sam, bin ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkodierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel in der richtigen Farbe haben. Okay. Aber ich habe plus 3 Sicherungen. Habe ich hier noch mehr Sicherungen oder... Was brauchen wir denn? Eigentlich brauchen wir eine Heizung, oder? Generator, Heater, 5. Ja. Ja, ja. Nee, da muss gelb hin. Okay. Gelb ist das, richtig? 20. Ja, das sieht besser aus. So, was brauchen wir denn noch? Was ist ein Main und Range? So, das ist die 30er. Oh, wir können hier mehrere setzen. Ach so, na dann. Ich dachte schon, guck mal hier. Da verstehe ich das System nicht. Und da ist blau. Na dann. Seems good. Na, aber hallo. Die Sonne geht auf. Ah, die Schrotflinte. You damn fool. Er hat sie dahin gepackt. Everything okay? You two look like you got this all in hand, so, Dem geht das wirklich nah, oder? Bye. Und er fühlt sich mitschuldig, weil er die Waffe besorgt hat. What was that about? Das Gehämmer. Was ist das Gehämmer? Hier draußen ist nichts. Warum knüppelt das hier drinne? Jetzt ist ja auch stiller. What are we gonna do with this wreck? Take it apart and sell the scrap? Nur zu. Be my guest, but it sure looks like a pile of junk to me. Where you see junk, I see dollars. Ah, hier ist, glaube ich, der
Der Nebenraum, ne? Alter Rasenmäher. Die Stecke da oben. Guck mal, da drüben ist er wieder. Der wilde Jäger. Hey there, little buddy. Are you cooing at a spider? It had better be a tiny one. Don't listen to the mean lady. You're an eight-legged beauty. Ja. Letztens war eine im Auto. Boah, meine Frau hat sich erschrocken. Oh man, I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. Guck mal, hier unten ist schon wieder ein Ikea-Karton. Hier. Livrea. 60 Liter. Okay, können wir endlich mal hier was anfangen? Das da. Preda-Rep. What's that? Wolf pee. Ew, what? Do not spill it on your shoes. Warum? I sense a story. Well, if by story you mean using it at fireweed to get rid of some rats, and then spilling it on my only pair of shoes, then yes. Hey, it was not funny. Sure thing, P-Boy. Allison, do you know who this is? Ja, ach hier. Ja, ja, ich hab's schon gesehen, also halb. What did you find? Das ist die Mutter, also die Oma. Yeah, that's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Jetzt mal eine andere Frage. Kleinen Moment mal. I feel something strong. Moment. Making my teeth tingle. Kleinen Moment, Tyler. Jetzt noch mal. Wenn das ein Foto ist, wo sie glücklich sind und das die Mutter von Eddie ist, also... Over here. Ja doch, warte doch mal. Gefühlt oder vermutet von unsererseits, dass es der Bruder ist, weil Onkel und so weiter. Was wäre denn, wenn er der Vater ist von den beiden? Allison, und das ist die Schwiegermutter. Nur eine Theorie. Ja, ich komme ja, warte mal. Ich mach mal. Der Erinnerung folgen. On, it's gonna get infected. I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Eddie war hier. Where are you going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Shh. Sie waren zusammen. I had to make that call. What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. There, by the house. Möglich, ja. Also, deswegen sage ich ja, es hatte aber den Anschein, dass es halt Geschwister waren am Anfang, weil sie sich ja anscheinend ja länger gekannt haben. Das ist ja jetzt ein Detail, der jetzt erst rauskommt. Hier könnte es zumindest so sein, dass er entweder der Vater von den Kindern ist, glaube ich nicht so ganz, aber zumindest in einer Beziehung mit der Mutter steckte und auch die Schwiegermutter oder zukünftige Schwiegermutter oder was auch immer. Jetzt gucken wir mal, woran sich Tyler erinnert. I had to make that call. I was just following the law. Oh yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here! Marianne... I said get out! Sie hatten sich getrennt und irgendwas ist passiert.
You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Look. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. Mary Ann, I'm sorry. Please just go. How do we keep remembering the same thing so differently? It was a long time ago, and, well, memory is a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. But Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? Hatte seine Gründe? Keine Ahnung. Wir wissen es ja eigentlich nicht. Ich vermute aber, worum es geht. I don't know. I have no idea. We shouldn't jump to any conclusions. Look, I know he took care of you. But that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne. Even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? Wenn ich mich richtig erinnere, gesehen zu haben in einer der Rückblenden, also nicht in den Traumrückblenden, sondern in den Sequenzen, wo sie auf Taylor geguckt hat, ne, und die Waffe, sie werden sie nicht holen oder irgendwas in dem Dreh oder wegnehmen, mitnehmen. Nicht, dass ihr die Kinder weggenommen werden sollten, aus welchen Gründen auch erstmal immer. Das würde zumindest dann erklären, warum Eddie dann da war und so verlangt es da halt das Gesetz. Irgendwas ist wahrscheinlich gewesen oder passiert und vermutlich sollten die Kinder ihr weggenommen werden. Get out. Get out. Das Schlimme ist bloß, wir müssen uns schon wieder entscheiden. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Die Frage ist, welche Fassung soll ich denn wählen? Die, die immer weiter einen Keil zwischen Taylor und Allison macht? Oder, You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Get out. Get out. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Oh, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Auf der einen Seite tendiere ich eher dazu, dass... wieso hat sie... Ja, am Ende ist es ein bisschen von beiden, das ist richtig, aber ich kann ja nicht sagen, hier ein bisschen von beiden, weißt du? Ich möchte aber auch... Also ich habe ja die Vermutung, dass... der wilde Jäger dann rauskommt, wenn Taylor irgendwie sauer ist. Es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum wir den wilden Jäger in der Polizeistation gesehen haben, nachdem wir uns entschieden haben. Die Frage ist natürlich, was ich nicht weiß, wäre der wilde Jäger auch erschienen, hätten wir uns nicht so entschieden. Ja. Richtig, wenn das Spiel zusammen... Ich tendiere aktuell dazu... Es ist ja egal was, bei beiden ist ja klar, dass Eddie in Gänsefüßchen gelogen hat. Er hat die Mutter vorher schon gesehen, bevor das passiert ist, weil er hat ihr ja die Informationen gegeben, welcher auch immer. Ja? Ich, aufgrund der Art und Weise... Get out.
Get out. Get out. Es, irgendwas wird sein. Das ist so wie bei Life is Strange. Es hat alles seine Konsequenzen. Es hat alles seine Konsequenzen. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Es gibt aber sehr wohl Sequenzen, die wir gesehen haben, also richtige Rückblenden, die erklären, dass die Mutter sehr wohl die ein oder andere saure Phase hatte. Nicht den Kindern gegenüber, sondern anderen gegenüber. Get out. Oh, das ist schwer. Aber ich glaube, ich tendiere... Ah... Deswegen, so wie Wolli schon sagt, das ist ein bisschen was von beiden. Und es ist egal, was wir wählen, das ist falsch. Ich werde das jetzt wählen. Ich werde mich mal auf Taylors Seite schlagen. So, we agree. Brown came out here and bullied Marianne the same day she attacked us. And then lied about it. Now what? We go and get a straight answer from him. Right now? Yes. I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. Er ist Antworten schuldig, so oder so. Machen wir uns doch nichts vor. Was sieht das genial aus? Man, I can't believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Ja, ich denke ich auch, dass das sehr, sehr dunkel eingefärbt ist. Trotzdem erklärt es nicht, dass der wilde Jäger schon früher aufgetaucht ist, bevor das mit der Mutter passiert ist. No, just give me a sec. Okay, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh. That's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hun, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. And it's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Kein guter Zeitpunkt, tu es. Nee, kein guter Zeitpunkt. It's not the right time. A cash offer, Allison. I'm sorry, but it'll be a total mess. I don't want to waste anyone's time. Okay, well, you tell me when you're ready. Ich glaube, das war das Richtige. Well, I think I just made Tina's shit list. Ich denke, das war das Richtige. Wir hätten uns nur unter Druck gesetzt. Warte mal, ich muss mal hier vielleicht so umschalten. Ist das vielleicht besser? Vielleicht. Mal gucken. Ah, guck mal hier. Whose votes are you looking to win out here, Tom? The Bears? Auf jeden Fall. Vertrauensvoller Nachbar, erfolgreicher Geschäftsbesitzer, ne? Ah, ja. Was haben wir hier noch? Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice-cold beers when we reached the summit. Oh, Bier, das wär's. Aber nicht mehr heute Abend. Aber ich denke, wir haben das Richtige getan, indem wir das aufgeschoben haben. Was ist hier?
Achtung, während der Lachswanderung kommt es häufig zu Bärensichtungen. Mai bis Oktober an allen Flüssen, örtlichen Wanderwegen, Aussichtspunkten und Gletscherstraßen ist extreme Vorsicht geboten. Im Herbst begeben sich die Bären auf höheres Gelände, um dort Bären zu fressen und sich auf den Winter vorzubereiten. Bären nicht füttern, vor allem nicht mit Bären. Jegliche Lebensmittel müssen sehr verstaut sein. Sicher. Ja. Wachsam bleiben, halten Sie nach Fisch- und Wildkadavern sowie Aasfressern Ausschau. Machen Sie beim Wandern Lärm. Bären mögen keine Überraschung. Nie alleine wandern. Auf Wanderung immer Pfefferspray mitführen. Im Falle einer Begegnung mit einem Bären nicht weglaufen. Bleiben Sie stehen, schwenken Sie die Arme auf und ab und reden Sie laut. Klettern Sie nicht auf Bäume oder Masten. Bären können sehr gut klettern. Im Falle eines Angriffs werden Sie sich entschieden. Ach, Rotwein geht auch, aber nee, heute Abend nicht mehr. So, be alert for. So, was ist hier? Hier hinter ist Bärenbereich, ja? Ich kann leider nicht rüberspringen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Also, ich denke, dass wir das Geld jetzt ausgeschlagen haben, war wichtig, um eben halt nicht vorzeitig vielleicht die Erkenntnisse, die wir jetzt hier nach und nach gewinnen über unsere Vergangenheit, dann aufgeben. Oh, das ist ja cool. Ein Waschbär ist das, ne? The artist really nailed this one. Dorian Key. Kinda rings a bell. Mir sagt es gerade nichts. Dorian Key? Looks like you found a nice spot. We've been here before, right? Oh. I feel like I've been here before. Boah. Ganz ehrlich, jetzt noch Internet dazu und ich ziehe hier hin. Ja, ein Mummeln bei der Temperatur hier im Spiel bestimmt. So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? She had someone who wanted to see the house, but he could only come by day after tomorrow. And you told her no? Yeah. We need more time than that to get things cleaned up and, you know. Thanks. Okay. What if it's the only call we get? And I guess we just grow old and lose our minds in that fucking house. Sounds like a plan. So before Tina called, we were talking? Yeah. I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. He doesn't get a pass just because this is uncomfortable for you. I'm not giving him a pass. It's just hard. This whole damn situation is hard. You think I liked learning all that shit about Tessa? This town, these people. Die wissen alle Bescheid. They're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends. My family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. I didn't come here to ruin your life, Allison. I just want some answers. I know. That's why we're doing all this, right? Ja, in Großstädten brauchst du ja keinen funktionierenden Paketdienst. So, was haben wir denn? Willst du den ganzen Tag schmollen? Ich liebe diese Aussicht. Eddie hat mich davor gewarnt. Nee. Ich liebe diese Aussicht. Her hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. Come on, Tyler, help me out here. Why do you shut people out like this? You're literally talking inside my head. Not sure how I could shut you out even if I tried. You know what I mean, Ty. Wir dürfen aber
Wir dürfen aber nicht vergessen, Tyler hat für seine Schwester also 10 Jahre seines Lebens geopfert. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, denn er hat die Schuld auf sich genommen. Es ist erstmal unabhängig davon, was passiert ist. Also in gewisser Art und Weise möchte er gerne wissen, warum das alles passiert ist und warum ihm das passiert ist, dafür, dass er seine Schwester gedeckt hat, die ja auch nur in Notwehr gehandelt hat, also ohne jetzt eine Schuld zu geben, ne? Sie hat ja nur in Notwehr gehandelt. Aber ich denke mal, ich vermute mal, dass auf dem Steg, wo das passiert ist, irgendwas gewesen ist, was die Mutter zwar gesehen hat und die Kinder verdrängt haben, möglicherweise. Sowas. Ist das nur die Erinnerung? Ja, nee. Da hinten, das auch noch. Ich glaube, das gehört zu der Erinnerung, ne? Da drüben. Found you, North Star. Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, okay, I won't do it again. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Wir sahen verrückt aus. Niemand sonst konnte mit uns spielen. Konnte oder hat nicht. So setzen wir uns wahrscheinlich in einen Zustand, dass nur sie beide was waren. Ja, also unterwegs waren. Und dass es niemand auch in diesen Verbund gab. Wir sahen verrückt aus. Ja, okay, sie hatten einfache Klamotten, ne? Dorf, die Mutter hatte ja nicht viel Geld, hat sehr viel aufgetragen, beziehungsweise selbst gemacht. Niemand sonst konnte mit uns spielen. Ich nehme mal das hier. Yeah. I can't believe we played it in public, though. We probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, we were freaks. But that's why we were awesome. You never wished we fit in a little more? Not at all? No, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. So, not too disappointed I turned down our chance to be billionaires? Nah, all that money would have made me soft. And I've spent way too many years polishing my edgy side. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come. But maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Vielleicht war es doch richtig, dass wir uns auf seine Seite geschlagen haben, mit der Reaktion, die wir jetzt bekommen haben. Ganz ehrlich, ich feiere den Blick. Ich feiere diesen Blick. Das ist so. Look at that. Coastal fog's taken over the summit. It's a perfect day for a spooky hike in the woods. Maybe it'd be a good way to chill out after we grill Eddie. Remember that time both the bridges collapsed? Yeah. It was a week before they got the roads reopened. And Sam had to bring us supplies with his boat. Felt like our house was on a deserted island. But way colder. Aber mal wieder Sam, ne? Die Frage ist... Ne, hier sehen wir das Haus nicht, ne? Obwohl, das ist ja hier das... Gesundheit. Ist das da hinten das Haus? Nee, ne? Nee. Was ist das da? People come here from thousands of miles away to look at that glacier. And we get to see it from our deck. Hey, you should remember that sales pitch for when you're having to buy. Das ist wirklich ein Verkaufsargument. Aber guck mal, Mobiltelefon gibt's hier. Stell dir mal vor, da oben dann WLAN Access Points, das wäre Hammer. Da strahlst dir komplett rüber und hast komplett gratis Wi-Fi. Ach, das wäre schön. Wie gesagt, Natur mit Technik verbinden. Ist hier hinten irgendwas?
Vielleicht ist hier hinten noch was versteckt. Wir haben schon lange keine Figur mehr gefunden. Aber ich glaube, nee. Oh. Oder muss ich hin? Da bin ich vorhin einfach vorbeigelaufen. God, I'd love to be able to make something like this. Come on, you're a great artist too. I'm nowhere near this level. You need to stop selling yourself short. Sieht cool aus. Ach, wir gehen jetzt hier. Look what I found. Was denn? Oha. Aha. I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin Kingdom. And it still is. All it needs is a little update. What are you doing? 2020 draußen. I wanted to do back then, but I didn't have the guts. Oh. There, looking better already. You're right. Way better. Ich verstehe.